Romantische Party von Florian Silbereisen und Beatrice Egli. Es heißt, dass Florian Silbereisen und Beatrice Egli demnächst eine romantische und fröhliche Party feiern werden. Beide werden ein intimes Abendessen haben und viele Bewunderer finden. Florian Silbereisen gab eine Party und Gäste waren unter anderem Beatrice Egli. Es ist ein großer Glaube an die Herzen des Publikums und die Menschen, die sie lieben, geben dem Publikum wirklich das Beste. Fans sind damit beschäftigt, Geschenke und Aktionen vorzubereiten, um einen besonderen Tag ihres Idols, Florian Silbereisen, zu feiern. Menschen aus allen Richtungen, aber mit dem gleichen Ziel, senden ihm Geschenke und Wünsche und wünschen ihm einen unvergesslichen Geburtstag. In der Tradition vieler östlicher Länder ist der Januar der Monat der Feste. Westliche Länder sind keine Ausnahme, es gibt viele Festivals, die abgehalten werden, nachdem die Menschen das neue Jahr begrüßt haben. Neben der geschäftigen und geschäftigen Atmosphäre des Neujahrsfestes verwenden Florian Silbereisen-Fans auch ihre eigenen Methoden, um Florian Silbereisen ein glückliches, unvergessliches und bedeutungsvolles Geburtstagskonzept zu wünschen. Viele Transparente und Werbetafeln wurden durch Bilder von Florian Silbereisen ersetzt. Das Image des männlichen Sängers wird auf vielerlei Weise gezeigt, von Bussen bis zu Reklametafeln in Restaurants, von kleinen Rahmen in Restaurants bis zu großen Bildschirmen in Einkaufszentren. Vor allem die Promotion von Bildern im sozialen Netzwerk Instagram. Fans von Florian Silbereisen scheinen zu spielen, wenn sie das Image ihres männlichen Gottes fördern. Die Atmosphäre von Florian Silbereisens Geburtstag scheint sich überall auszubreiten und alles lebendig, begierig und begehrenswert zu machen. An der Seite der Geliebten von Florian Silbereisen scheint auch Beatrice Egli heimlich etwas vorzubereiten, um Florian Silbereisen an diesem Geburtstag zu überraschen. Diesmal verkehrte Beatrice Egli unseres Wissens nach in einem berühmten Veranstaltungszentrum der Stadt. Es ist möglich, dass die Sängerin ihrem Liebhaber eine unvergessliche Geburtstagsfeier bereitet, um ihn mit 41 Jahren willkommen zu heißen. Dies zeigt nicht nur ihre Kultiviertheit und Fürsorge für Florian Silbereisen, sondern zeigt auch ihre Gefühle für ihn. Es ist die Bereitschaft, alles zu tun, um der geliebten Person die schönsten und glücklichsten Dinge zu schenken. Damit bestätigt sich einmal mehr die bewundernswert lange Liebe zwischen Florian Silbereisen und Beatrice Egli. Florian Silbereisen gibt Beatrice Egli immer das Beste und Florian Silbereisen möchte, dass Beatrice Egli immer glücklich darüber ist. Beide müssen das beste Leben haben und eine Liebe haben, die jeder mag. Florian Silbereisen und Beatrice Egli werden die schönste Hochzeit haben. Danke.